Salve. Tja. Unseren letzten Urlaub haben wir mal wieder in einem Hotel verbracht. Da gab es dann zum Frühstück ein Buffet. Und ich wollte also am zweiten Tag, ich muss dazu sagen, ich wollte gerne alles immer austesten. Auf jeden Fall am zweiten Tag war dann, als ich das vierte Mal vom Buffet zurückkam, und meine mir zugeordnete, Anverwandte, Anvertraute. Du kannst doch nicht so oft zum Buffet, was sollen die Leute denken? Aber da habe ich eine schöne Lösung für. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, sage ich, ach, ich muss was Neues für meine Frau holen. Oho, ich sehe schon, dass ihr frisches Fleisch kriegt. Helft ihr Mann, kuriert sie doch. Die Kuh ist ja 300 Zloty wert. Und eben erst nach dem Kalben. Helft doch. Oh Jesus, Jesus, rief Fine. Ambrosius holte aus der Tasche ein Adalasmesser, wetzte es am Stiefelschaft, hielt die Spitze gegen das Abendlicht und durchschnitt der Bunden die Arterien unterm Bauch. Aber das Blut spritzte nicht, es trat nur langsam, schwarz und schaumig hervor. Sie standen alle vorgebeugt ringsherum und sahen mit verhaltenem Atem zu. Zu spät. Oh, das Viecher lässt schon den letzten Atem von sich, sagte Ambrosius mit Feierlichkeit. Das ist gewiss die böse Seuche oder etwas anderes. Man sollte gleich, wie sie krank wurde, aber diese Frauenzimmer, die haben nur den Verstand zum Weinen. Das Aaszeug, wenn man helfen soll, dann blöken sie wie die Schafe. Er spuckte verächtlich aus, ging um die Kuh herum, sah ihr in die Augen, betrachtete die Zunge, wischte die blutigen Hände an ihrem weichen, glänzenden Fell ab und schickte sich an, fortzugehen. Zu diesem Begräbnis werde ich euch nicht läuten. Das Geläut macht ihr schon selbst mit den Pötten. Der Vater und Antek, rief Finne und rannte auf den Weg hinaus ihnen entgegen, denn ein dumpfes, schweres Rollen ließ sich von der anderen Seite des Weihers her vernehmen, wo in dem vom abendlich rot leuchtenden Staub ein länglicher, mit ein paar Pferden bespannter Wagen sichtbar wurde. »Vater, da, die Bunte tut verrecken!« Brüner bog gerade mit dem Wagen um den Weiher. Antek schob hinten nach, denn sie hatten eine lange Fichte aufgeladen. »Red nicht Unnützes«, brummte er, die Pferde antreibend. »Ambrosius hat sie zur Ader gelassen und gar nichts. Geschmolzenes Wachs hat man ihr in die Gurgel gegossen, auch nichts und Salz und alles nichts.« Das ist gewiss die schlimme Seuche. Vitek sagte, der Heger hat sie aus dem Weidewald gejagt und die Bunte hätte sich immer hingelegt und gestöhnt, bis er sie hergekriegt hat. Die Bunte, die beste Kuh, dass sie die Kränke kriegt, Saupack, verdammtes, so wird hier aufgepasst. Er warf dem Sohn die Zügel hin und lief mit der Peitsche in der Hand voraus. Die Weiber traten auseinander und Vitek, der die ganze Zeit lang vor dem Wohnhaus an irgendetwas herumgebastelt hatte, sprang aus lauter Angst davon und verschwand im Garten. Selbst Anna erhob sich und stand ratlos und verängstigt da. »Zu Schanden haben sie mir das Tier gemacht«, rief der Bauer schließlich aus, nachdem er die Kuh besichtigt hatte. 300 Zloty rein in den Dreck geschmissen. Zum Fressen, da sind die Biester da, die ganze Stube voll, aber Obacht geben, da gibt's nicht. So eine Kuh, nichts aus dem Haus kann man gleich, kommt Verlust und Schaden draus. Schon von Mittag an war ich doch beim Kartoffel ausnehmen, entschuldigte sich Anna leise. Wenn du doch einmal was sehen tätest, schrie er wütend. Aber geht dich das was an, was meins ist? So eine Kuh, so ein Prachtstück. Eine zweite wie die könnte man auf dem Gutshof suchen. Er fluchte immer erbitterter, ging um die Kuh herum, versuchte sie zu heben, zog sie am Schwanz, guckte ihr in die Zähne, aber das Tier atmete röchelnd und immer mühevoller. Selbst das Blut hörte auf zu fließen und gerann langsam zu schwarzen, krustigen Schlacken. Sie lag augenscheinlich schon in den letzten Zügen. Nichts zu machen. Man muss sie notschlachten. Wenigstens das rausschlagen, sagte er. Schließlich holt eine Sense aus der Scheune, wetzte sich schnell an einem Schleifstein, der unter der Dachtraufe des Kuhstalls stand, zog seinen Spencer aus, krempte die Hemdsärmel hoch und machte sich ans Schlachten. Anna und Fine heulten los, denn die Bunte erhob mühevoll den Kopf, als ob sie den nahen Tod fühlte, brüllte dumpf aus und fiel mit durchgeschnittener Gurgel zurück, nur noch mit den Beinen strampelnd.
Der Hund leckte das in der Luft gerinnende Blut und sprang danach nach kräftigen Kartoffelgruben, die Pferde anbellend, die mit dem Wagen vor der Umzäunung stehen geblieben waren. Antek hatte sie dort gelassen und sah gleichgültig den Schlachten zu. »Heul nicht, dumme Trine, was geht uns Vaters Kuh an? Ist doch nicht unser Verlust«, sagte er giftig zu seiner Frau und ging an das Ausspannen und Abschirren der Pferde, die Vitek eifrig an den Mähnen in den Stall zerrte. »Viel Kartoffeln auf dem Feld«, fragte Brüna, die Hände am Brunnen waschend. »Weiß Gott nicht wenig, an die 20 Säcke wird's wohl machen. Die müssen heute noch rein.« »Dann fahr sie selbst ein. Ich fühl schon meine eigenen Füße nicht mehr, meinen Rücken auch nicht, und das Handpferd lahm auf dem Vorderfuß.« »Fine, ruf mal den Jakob her vom Kartoffelfeld. Mag er dafür das Jungfernpferd vorspannen. Es muss heute eingefahren werden, es kann Regen geben.« Es siedete in ihm vor Wut und Ärger, und immer wieder blieb er vor der Kuh stehen und fluchte gallig. Dann machte er sich auf dem Hof zu schaffen, guckte in den Kuhstall, in die Scheuer, in den Schuppen und wusste selbst nicht, was er suchte. Der Verlust fraß an ihm. »Vitek! Vitek!« brüllte er mit einem Male und schnallte den breiten Riemen von den Hüften los. Der Junge aber blieb verschwunden. Die Leute verzogen sich, denn sie begriffen, dass eine solche Verdrießlichkeit mit Prügeln enden musste, umso mehr, da Boryna meist schnell damit zur Hand war. Aber der Alte fluchte heute nur und ging in die Stube. »Anna, das Essen her«, herrschte er die Schwiegertochter durchs offene Fenster an und ging auf seine Seite. Das Haus war ein landläufiges Bauernhaus, in der Mitte durch eine große Diele getrennt. Seine Giebelseite ging auf den Hof und die vierfenstrige Front schaute nach dem Obstgarten und auf die Straße. Die eine Seite nach dem Garten zu nahm Brüna mit Fine ein, auf der anderen saßen Antek und seine Frau. Der Knecht und der Hirtenjunge schliefen bei den Pferden. In der Stube war es schon dämmerig, denn durch die kleinen Fensterchen, die von der Dachtraufe beschattet wurden und von denen die Bäume buschig wuchsen, kam wenig Licht herein. Außerdem dunkelte es draußen. Nur die Gläser auf den Heiligenbildern, die auf der geweißten Wand eine schwarze Reihe bildeten, schimmerten noch. Die Stube war groß, aber von einer rußgeschwärzten Balkendecke niedergedrückt und mit allerhand Hausrat vollgestellt, dass man nur um den großen, an der Flurwand stehenden Herd herum mit seinen mächtigen Rauchfang darüber etwas in freiem Platz hatte. Brüna zog die Stiefel aus und trat in die dunkle Butze hinein, die Tür hinter sich schließend, von der kleinen Fensterscheibe schob er das Brett zurück, so dass das Abendlicht mit blutigem Schein den Raum erleuchtete. Die Butze war voll Kram und Wirtschaftsgeräten, auf querlaufenden Stangen hingen Schafspelze, rotgestreifte Beiderwandröcke, weiße Haartuchkittel, ganze Zaspeln, grauer Garne, zu Ballen zusammengerollte schmutzige Schafsfliese und Säcke voll Daunen. Er holte einen weißen Haartuchkittel und einen rot geflochtenen Hanfgürtel hervor und suchte darauf in den mit Getreide gefüllten Tonnen herum. Dann wieder in einem Haufen alten Eisens und alter Riemen. Als er jedoch Anna in der Vorderstube hantieren hörte, zog er das Brett über das kleine Fenster und schachte noch lange im Korn. Auf der Bank vor dem Fenster dampfte schon das Essen. Aus dem gewaltigen Tiegel voll Kohl breitete sich der Duft von geröstetem Speck. Auch nach Rühreiern roch es, wovon es nicht eine kleine Schüssel daneben stand. »Wo hat Vitek die Kühe gehütet?«, fragte er eine mächtige Stimme, Schnitte vom Brotleib schneidend, der so groß war wie ein Getreidesieb. »Im Weidewald, im Gutsbezirk. Der Heger hat sie verjagt.« »Aasbiester, die haben mir das Tier zu Schanden gerichtet. Selbst so eine große Kuh, die hat sich verhitzt bei dem Getreide. Ein Brand hat sie gekriegt.« »Das Lumpenpack. Der Weidewald gehört uns. Das steht deutlich wie ein Ochs im Grundbuch. Und die tun nichts als rausjagen aus meinen. Es sei ihrer.« »Die anderen haben sie auch rausgejagt. Und Waleks Jungen hat er verprügelt.« »Und wie verprügelt?« »Ha, da muss man vors Gericht und zum Kommissar. 300 Zloty ist sie wert, mindestens.« »Quiz«, versicherte sie, froh, dass der Vater sich zufrieden gegeben hatte. »Sag Antek, wenn sie Kartoffeln eingefahren haben, sollen sie sich gleich an die Kuh heranmachen. Man muss sie häuten und zerlegen. Wenn ich vom Schulzen heimkomme, will ich euch helfen. In der Banse am Balken soll man sie aufhängen, da wird...
Da wird sicherer sein vor den Hunden oder vor sonst welchem Viehzeug.